Bohren zum Gruße, ihr Lieben. Und eigentlich darf ich das gar nicht sagen. Ich sag das nur, weil sich das jemand gewünscht hat, dass ich das sage. Bohren zum Gruße. Eigentlich keine gute Grußformel, weil das der Gott des Todes und des Schlafes ist. Aber versprochen ist versprochen und ich habe es hiermit gesagt. Bohren, möge er uns verschont bleiben. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter mit Satinavs Ketten. Und ja... Ich kam ja überhaupt nicht weiter, deswegen gebe ich zu, dass ich dann geguckt habe, was ich als nächstes tun soll. Und es gibt tatsächlich hier noch an dem Auge, an der Kreatur noch was zu tun. Wenn es mich entdeckt, bin ich tot. Mihi, mihi, mimi. Eine Linse aus Glas schützt das Auge. Eine Linse aus Glas. Und wie das eben so ist, habe ich zwar alles richtig gemacht und habe viel zu kompliziert gedacht, wie immer... Und ich kann das kaputt machen. Gibt's nicht, oder? Ich meine, nur das habe ich nicht gemacht. Und jetzt dürfte eigentlich alles funktionieren, hoffe ich. Ich nehme jetzt nochmal Feuerstein und Stahl und guck mal, ob das funktioniert jetzt. Ich habe endgültig den Verstand verloren. Ha! Ha! So einfach geht das, echt. So ein paar Sekunden, ne? Und schon hätte man sich so einen 20-minütigen Part gespart. Aber mein Gott, ich hab's erstmal selber versucht. Und dass da eine Linse vor ist, die ich kaputt machen kann, darauf bin ich nicht gekommen. Piep. So, jetzt ist sie kaputt und wir können da natürlich hin, das machen wir mal. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Ja, nu? Geh ich zurück zu Nuri. Nuri, der Weg ist frei. Nuri? So. Bitte sei vorsichtig. Du auch. So, jetzt ist der Weg beleuchtet. Jetzt müssten wir doch da hingehen können. Damit... Der Weg ist frei. Geh doch da jetzt hin. Geh da hin. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Ah, jetzt kann man da vorne lang. Okay. Sonst geht er immer automatisch. Yay, wir kommen endlich weiter. Gott sei Dank. Manchmal lohnt es sich halt auch einfach mal zu gucken, wie geht's jetzt weiter und nicht noch ein paar drumdüddeln. So, wir haben Zahnrad. Was macht das Zahnrad? Weiß man nicht. Was ist das hier? Also gut. Was könnte dort hineingehören? Also gut, was... Das weiß ich nicht. Feen lieben Rätsel. Was habe ich erwartet? Ich weiß auch nicht. Gibt's hier noch irgendwas? In der Mitte? Kann ich da hin? Zahnrad. Also der Lichtstrahl... Ach, Moment mal. Guck mal, hier ist so eine kleine Öffnung, ne? Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber wenn wir da das Prisma reinstecken... Also ich spiele jetzt wieder blind sozusagen. Ich habe keine Ahnung. Nee, das geht nicht. Aber wenn man das Licht damit reflektieren könnte... Oder hier, Apparatur. Ja! Ah! Genau, weil er meinte ja, dass dieses Pfauen-Ding, wo Nuri auch noch steht, was ja heißt, dass man es noch drehen soll, dass das was mit diesem Prisma zu tun hat. Und da passt das ja jetzt gerade wunderbar rein. Jetzt leuchtet das dahin und nu. Was ist, wenn ich das jetzt drehe? Ein zunehmender Mond? Drei Ziegel? Aha. Aber diese Schale ist zwischen den Ziegeln und dem Mond. Was soll das denn sein? Weil wir haben ja hier auch noch so Sachen. Vielleicht können wir da irgendwie... Hier, die Fledermaus. Mhm. Die kann ich da reinlegen. Ich kann... So nah liegen Glück und Verderben beieinander. Kann ich auch die Libelle nehmen? Okay, ich kann hier alles Mögliche in diese Schalen legen. Was soll denn zwischen Ziegel und Mond sein? Keine Ahnung. Mond ist ja für mich eher Nacht. Die Ziegel checke ich nicht. Diese Symbole haben irgendetwas mit den Schalen zu tun. Drei Ziegel? Ich drehe mal nochmal hier am Rad.
es fliegt und es ist ein Käfer, also kommt da doch die Libelle rein. Also die würde doch da jetzt reinpassen. So, weil es fliegt und ist ein Insekt. Mach das mal da rein. Wer sagt's denn? Jawohl, mitgedacht. Nur was soll zwischen Mauer und Mond? Also Mond ist Nacht, da würde die Fledermaus passen, aber so, naja. Gucken wir mal, was das zweite ist. Zwischen Feuer und Wasser? Vielleicht Erde? Pilz? Nein, das war es nicht. Ach nein. Du sollst nicht kombinieren, du sollst das... Hier, Lampenöl? Nee. Volles Rumgepitscher hier. Was soll denn da rein? Wenn das hier... ist das Wasser? Wasser vermutlich. Ja. Feuer. Oder Flammen. Dann wäre das dritte Element ja sowas wie Erde, aber irgendwie... Es soll ja eine Mischung aus beiden sein. Brennendes Öl dann. Wasserschlauch mit Lampenöl. Öllampe. Nee, das ist es aber nicht. Leider fehlt der Docht. Anzünden ja. Und als Gift... Er nimmt halt immer automatisch nicht die nächsten Sachen. Ich muss es erstmal immer wegpacken. Aber das Lampenöl, dann würde das doch... Kann ich das zum Brennen bringen? Dann? Ja! Mensch, ich komme ja... Also jetzt komme ich gut voran. Da bin ich ja sehr froh drüber. Jetzt nur noch eigentlich mit den Ziegeln. Das kapiere ich nicht. Drei Ziegel? Mond und Ziegel. Weiß ich nicht, steck mal den Pilz da rein. Der ist es auch nicht. Ist es die Fledermaus oder was anderes? Was kann man denn damit assoziieren? Halt Nacht? Drei Ziegel? Mauern, Haus, irgendein Gebäude, Wände. Man könnte auch an Gold denken, wenn das so Goldbarren wären oder so. Aber es muss ja irgendwas sein, was ich hab. Es ist aber nicht die versteinerte Fledermaus. Eindeutig gerade nicht. Die Öllampe. Aber sowas hatten wir schon. Der löchrige Stiefel. Das ist doch schön. Ein löchriger Stiefel reingesteckt. Ich weiß auch nicht. Hat nichts gebracht. Nee, das möchte er noch behalten. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch nur irgendwas von diesen drei Sachen hier ist. Kommt für mich eigentlich nur die Fledermaus in Frage. Das bringt... Hatte schon besser... So nicht. Ich weiß. Unsinn. Das hilft auch... Ich wünschte, ich könnte sie wieder zum Leben erwecken. Kannst du aber nicht. Ich weiß nicht, was ich sonst da jetzt reinstecken soll. Also das letzte ist jetzt echt schwierig. Weil ich das mit diesen Dingern nicht kapiere. Ein zunehmender Mond? Ein zunehmender Mond. Ist das irgendwie, hat das damit auch was zu tun? Dass das schon mal geklappt hat, darüber bin ich ja sehr froh. Und das war auch irgendwie einfacher. Ah ja, jetzt hör auf zu piepen. Jetzt nicht nötig. Ich bin für die Fledermaus. Die funktioniert so aber nicht. Da frage ich mich deswegen natürlich, muss ich da noch irgendwas machen? Wie gut, dass Nori nichts isst. Natürlich nicht. Wozu noch? Ja. Das den heile machen kann er ja auch nicht. Kann ich die Fledermaus kaputt machen? Ich muss das ziehen. Schon kaputt. Besser nicht. Nein. Ich möchte gar nicht wissen, was mit dem Besitzer geschehen ist. Aha. Jetzt ist die Sie ist zerbrochen. Ja, kannst du die auch mal nehmen? Ah.
Warum funktioniert das jetzt? Eine Öllampe, die zerbrochen ist. Hä? Der nimmt zu, der Mond, und das sind Ziegelsteine. Kann mir das jemand von euch erklären, warum die Lampe, wenn sie zerbrochen ist, dann leuchtet? Warum das geht? Naja. Okay. Alles klar. Jawohl, und jetzt? Ich glaube, das ist so richtig jetzt, ne? Ich gehe dann mal zurück zu Nuri und erzähle ihr das, oder was mache ich jetzt? Nuri, du glaubst es nicht. Bitte sei vorsichtig. Du auch. Ja, das wird jetzt nicht mehr angeleuchtet. Hat die Schale jetzt aufgehört zu brennen? Oder what? Ich gehe nochmal zurück. Ich leuchte das lieber nochmal an. Ich glaube, das macht mehr Sinn. So. Ja, aber die Schale da, das hört auf zu leuchten, ne? Habe ich so das Gefühl. Jetzt wieder. Jetzt sind alle wieder voll dabei. Aber wenn ich weggehe, dann hört es auf. Also darf ich nicht weggehen, oder? Eine magiedurchwirkte Tonlampe. Ach so. Aha. Etwas Magisches. Bin ich denn jetzt hier dann schon fertig, oder? Ich weiß auch nicht. Also müsste sich jetzt nicht irgendwas Gigantisches hier auftun, wenn ich so weit bin? Erstaunlich. Ja, erstaunlich. Erstaunlich, wie ich schon wieder gerade nicht weiterkomme. Aber eigentlich erstaunt mich das gar nicht. Ich frage mich halt, ob man das Licht nicht noch umlenken kann, aber ich glaube halt nicht, weil da hinten, ja. Ich frage mich auch, was mit diesen Wurmlöchern da hinten noch ist und ob ich da einfach noch nicht fertig bin. Oder ob ich jetzt hier was machen soll. Ich rall das hier noch nicht so ganz. Weil ich kann das ja auch wieder wegnehmen. Möchte ich das aber überhaupt? Aha. Und was ist, wenn ich das anzünde? Nee, das ist nicht richtig. Au, heiß! Ich habe mich gerade gefragt, was ist denn eigentlich das? Ja. Das war super. Ich glaube halt schon, dass das hier richtig ist, weil Wasser und Feuer und so, das passt eher. Während ich bei dem hier jetzt gerade keine Ahnung habe, dann steckt doch da jetzt einfach wieder die zerbrochene Öllampe hin. Ja, das sieht irgendwie mehr richtig aus, dann leuchten die alle so schön gelb. Ist hier oben noch irgendwas? Nee, dann geht er nur dahin. Ich meine, die finden ja auch alle so Zugänge und ach man, ich hab doch keine Ahnung. Ich... Nuri! Vielleicht müssen wir doch noch irgendwas mit diesem Spiegel machen. Damit der richtig gelenkt wird. Zu fest verkeilt. Der Kopf der Pflanze schaut jetzt durch den Schlund geradezu auf das Auge. Das Auge ist ein für alle Mal tot. Gott sei Dank, totes Auge. Aber was mache ich mit diesem verkeilten Spiegel?
Ach nein. Weil da willst du ja echt nichts machen. Ach nein. Ja, ich weiß, ich hatte das alles schon, aber trotzdem. Besser nicht. Wozu? Ja, es wäre so, ja, weiß ich nicht, vielleicht muss man das noch umlenken, aber ich bin mir nicht sicher. Der Spiegel ist aus Metall. Zerbricht nicht. Warum beherrsche ich keinen Feuerball? Keine Zeit für... Selbst wenn ich könnte, würde ich ihn nicht zurückverwandeln. Ja. Na gut. Der Weg ist frei. Tja, ich weiß auch nicht. Also, wenn man den Spiegel nicht nehmen kann, dann bin ich ein bisschen ratlos wieder mal. Wir hätten halt auch noch diese Löcher hier. Das ist, finde ich, auch komisch. Kannst du den Spaten da reinstecken? Zu groß. Und das Beil? Zu groß. Zu groß. Alles zu groß. Ja, Messer. Kann man das überhaupt zerschneiden? Die sagt sowieso nur, hier sei vorsichtig und so. Kann ich das Lampenöl jetzt zum Anzünden bringen? Ich kann dem Augenmonster auch einfach zuwinken. Es ist doch jetzt tot. Es könnte doch jetzt gehen. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich. Ich muss es... Geht nicht. Wenn Nuri mal wenigstens helfen würde, aber so ist es halt einfach nur, ja... Ahnung. Es geht zwar in die Höhle jetzt rein, der Lichtstrahl, aber bringt ja nichts. Hier würde es halt noch was bringen, aber wir haben ja auch diesen Spiegel gar nicht mehr, den wir weggenommen haben. Den gibt's nicht mehr. Das war's. Nicht die versteinerte Fledermaus irgendwo hin tun, damit sie wieder zum Leben erweckt? Das wäre natürlich cool. Aber es geht auch immer aus hier. Pack mal hier da die Fledermaus rein. Tada! Voll sinnlos. Die Libelle. Soll die Libelle denn da rein? Nimm mal die Fledermaus raus. Meine Fledermaus ist... Nicht so. Eine Fledermaus ist kein Käfer. Aber ich würde das gerne mal wissen. Die So nahe liegt. Fledermaus... Und rein damit. Dann tut sich gar nichts. Also ist die Libelle schon richtig. Ist auch logisch. So ja, pack die Fledermaus wieder weg. Und die Libelle. Ich weiß, ich bin immer voll genervt. Wer sagt's denn? Bin immer voll genervt, aber ich finde das auch doof, dass man, wenn man was nimmt und dann nimmt man was anderes hier im Inventar und oh, schon will er es kombinieren. Dass das Lampenöl da halt immer ausgeht, auch von allein, sobald ich rausgehe, ist doch komisch. Und dann kommt ja auch immer so ein Geräusch. Das ist schon richtig, ne? Also ich gehe mal davon aus. Wenn ich das Prisma jetzt wegnehme, was dann? Ah, ich kann das Prisma drehen. Oh. Ja, nee, ist klar. Komm schnell, Nuri. Wir haben es geschafft. Nuri. Lange nicht gesehen, Geron. Du kommst zu spät. Das Feentor ist offen. Nuri wird nach Hause zurückkehren und du wirst sie nie wiedersehen. So viel Weisheit. So viel Voraussicht. Ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. Wer bist du wirklich? Was ist dein Auftrag? Wer bist du wirklich?
Voll die böse Krähe. Ich hätte es mir denken sollen. Ich bin beeindruckt, wie weit du gekommen bist. Es verblüfft mich immer wieder, wie aus Träumen Wahrheit wird. Wie sich die Schicksalsfäden verknüpfen und ein neuer Schleier sich in die Zeit näht. Ich stehe an einem Ufer und ein Schatten nähert sich. Der Schatten wird zu einem Mast, der Mast zu einem Schiff. Und dann sehe ich sie, die Galeone der Zeit. Und an das Steuerrad gekettet, alles überblickend, Satinav, den 13 gehörnten Giganten. Diese Harfe. Nori, wozu das alles? Was willst du? Ich will nicht sterben. Aber du, Nachthaar, du wirst uns allen das Ende bringen. Genug davon. Du kannst nicht alles wissen. Das ist richtig. Aber weißt du denn, was du tust? Du bist bereit, deine Liebe bis in alle Ewigkeit zu verdammen. Sie unwissend in ihre Heimat zu schicken, wo es nichts für sie gibt als Einsamkeit und Schmerz. Warum? Nori allein ins Feenreich schicken, mit Nori ins Feenreich gehen. Nori muss zurück in ihre Welt, es ist die einzige Lösung. Und ich werde mit ihr gehen, um sie zu beschützen. Nobel, Nobel. Hat sie dir denn jemals von ihrer Welt erzählt? Von dem Wahnsinn der Königin? Der Angst und dem Stillstand? Dem langsamen Sterben eines einst blühenden Reiches? Willst du ihr das wirklich antun? Ich habe deine Tricks ein für alle Mal satt. Nori, komm schnell. Fanglari wartet. Warum hörst du nicht auf mich? Warum hörst du nicht auf ihn? Du hast meine Warnungen in den Wind geschlagen. Nori, der Rabe ist der Seher. Ich habe deine Lügen satt. Du willst die Finsternis sehen, aus der ich gekommen bin? Nori, ich... Dann sieh. Das Ende. Wir haben es abgewendet. Komm, kleine Fee. Sei nicht mehr zornig. Wohin gehen wir jetzt? Ich bringe dich zur Harfe. Dort wirst du endlich wieder zaubern können. Bist du wirklich der Vogelmann? Ich bin's. Verdammt, dieses verfluchte Rabenvieh! Genau das hätte nicht sein dürfen. Ich bringe allen nur Unglück. Was jetzt? Nori! Ich muss zurück. Ich muss sofort hier raus. Es gibt keinen Weg hinaus. Das Tor ist verschlossen. Wer ist da? Und das andere Tor ist verboten. Oh, es gibt keinen Weg mehr. Alles, alles ist verboten. Ja, da sind wir nun mit Geron ins Feenreich wahrscheinlich gelangt. Und jetzt hat Geron natürlich Angst und möchte hier wieder weg. Das machen wir aber im Gespräch mit diesem merkwürdigen Vieh, was wir jetzt hier sehen. Irgend so ein Tier ohne Augen. Nee, da ein Auge wird er wohl haben. Ja, sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Wir sind nicht mehr in der normalen Welt.
Und dann würde ich sagen, bin ich mal sehr gespannt, was hier jetzt im Feenreich weiter passiert im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.